Das Leben und das traurige Ende von Michael Clark Duncan. Duncan wurde in Chicago, Illinois, geboren und wuchs mit seiner Schwester Judy und seiner Mutter Jean Duncan in einem Einelternhaushalt auf, nachdem sein Vater gegangen war. Er wollte immer handeln, musste aber das Kommunikationsprogramm an der Alcorn State University abbrechen, um seine Familie zu ernähren, als seine Mutter erkrankte. Duncans große Körpergröße 196 cm, 6 Fuß 5 Zoll und 315 Pfund, 143 Kilogramm, half ihm bei seinen Jobs, als er Gräben für die People's Gas Company aushob und als Türsteher in mehreren Chicagoer Clubs arbeitete. Duncan spielte auch Basketball am Kankakee Community College und eine Saison lang für die Alcorn State Braves. 1979 nahm er an der Disco Demolition Night im Comiskey Park, der Heimat der Chicago White Sox, teil, wo er unter den ersten 100 Leuten auf das Feld lief und in die dritte Base rutschte. Während des anschließenden Aufstands wurde seine silberne Gürtelschnalle gestohlen, während er einen Baseballschläger aus dem Unterstand stahl. Michael Clark Duncan arbeitete zunächst als Bagger für die People's Gas Company und auch als Türsteher für verschiedene Southside-Nachtclubs. Er wechselte zu einer Sicherheitsrolle für eine Tourneebühnenproduktionsfirma. Daraufhin bereiste er 56 Städte. 1995 ließ er sich in Los Angeles nieder, wo er in einer Sicherheitsfirma arbeitete. Er arbeitete als Leibwächter für verschiedene Prominente wie Jamie Foxx, Martin Lawrence und Will Smith. Er verfolgte weiterhin seinen schauspielerischen Traum und ergatterte einige Rollen in Werbespots. Seine riesige Körpergröße, 6 Fuß 5 Zoll, brachte ihm einige harte Kerlrollen in Fernsehserien wie Fresh Prince of Bel-Air, The Jamie Foxx Show und The Bold and the Beautiful ein. Was seine Filmkarriere angeht, begann Duncan zunächst mit kleinen Rollen in Filmen wie Bullworth 1998, The Players Club 1998 und A Night at the Roxbury 1998. Später erhielt er Lob und Beifall für seine Rolle als Bear in Michael Bays actiongeladenem Blockbuster Armageddon 1998. Sein guter Freund Bruce Willis schlug ihn für die Rolle des John Coffey in Frank Darabonts The Green Mile 1999 vor. Michaels bewegende Darbietung als sanfter Riese mit übermenschlichen Heilkräften brachte ihm Nominierungen beim Academy Award als bester Nebendarsteller und beim Golden Globe Award als bester Nebendarsteller ein. Michael Clark Duncan trat in mehreren anderen Filmen verschiedener Genres auf. Zu diesen Filmen gehören The Whole Nine Yards 2000, Sea-Spot Run 2001, Planet of the Apes 2001, The Scorpion King 2002, Daredevil 2003, The Island 2005 und Sin City 2005. Er lieh auch diversen Animationsfilmen seine Stimme und erweckte mit seiner tiefen Resonanzstimme verschiedene Charaktere zum Leben. Er arbeitete als Synchronsprecher in Filmen wie Brother Bear 2003, Brother Bear 2 2006, Kung Fu Panda 2008 und Green Lantern 2011. Er lieh auch verschiedenen Videospielen seine Stimme, darunter Soldier of Fortune, God of War 2 und Saints Row. Er hatte Gastauftritte in beliebten TV-Shows wie Chuck 2008, Bones 2011 und zwei Folgen der beliebten Comedy-Show Two and a Half Men in den Jahren 2008 und 2009. Er war auch einer der häufigsten Gäste in The Late Late Show with Craig Ferguson, war 18 Mal in der Show zu sehen. Nach Duncans Tod würdigte Ferguson ihn, indem er seine Wiederholungen vor Beginn der nächsten Staffel seiner Show spielte. Im Privatleben war Duncan zum Zeitpunkt seines Todes mit der Reality-TV-Persönlichkeit Omarosa Manigo zusammen. Seine Familie behauptete später, Omarosa habe sein Testament geändert. Sie behaupteten auch, Omarosa habe Duncan in seinen letzten Tagen manipuliert, über ihre Verlobung gelogen und sein Hab und Gut ohne Wissen der Familie verkauft. Duncan wurde nach einem Herzinfarkt am 13. Juli 2012 ins Cedars-Sinai Medical Center gebracht.
Am 6. August wurde er von der Intensivstation verlegt, blieb jedoch im Krankenhaus. Am 3. September starb Duncan in Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts. Er war 54. Am 10. September 2012 fand in Los Angeles eine private Beerdigung für Duncan statt. Er wurde im Forest Lawn Memorial Park in Hollywood Hills beigesetzt. Im Jahr 2013 trat Manigo in der Besetzung von The All-Star Celebrity Apprentice auf und spielte zu Ehren von Duncan für seine Lieblingswohltätigkeitsorganisation und eine, von der er selbst profitiert hatte, das Sue Duncan Children's Center. In Episode 2 der Staffel gewann Manigo 40.000 US-Dollar für die Wohltätigkeitsorganisation. Duncan wurde an der Gracie Academy in Torrance, Kalifornien, ausgebildet. Er hielt einen blauen Gürtel im Jiu-Jitsu.